Ich erzähle euch was über die Nutzung der ätherischen Öle von doTERRA. Es kommen immer wieder Fragen auf, wie nutze ich das denn? Jetzt sitze ich da und habe meine 10 Öle zum Beispiel und weiß gar nichts damit anzufangen. Ihr könnt die Öle nutzen. Erstmal ganz oberflächlich. Äußerlich, innerlich und über den Geruchssinn. Über den Geruchssinn dringen die Öle in euer limbisches System. Das ist ein Bereich in eurem Gehirn, in dem Dinge ausgelöst werden. Für Gerüche, Emotionen kommen da zustande. Wenn ich zum Beispiel an einem Lavendelöl rieche, bin ich absolut in meine Kindheit versetzt zu meiner Oma. Wenn ich ein Oreganoöl benutze, bin ich in Italien direkt. Das macht auch was mit mir. Ja, also jedes Öl für sich gerochen macht eine Emotion in dir. Oder wenn ich an einem Zitronenöl rieche, zum Beispiel Lemon, da kriege ich gute Laune. Das ist so schön, das ist so frisch. Über diesen Geruchssinn passiert so viel in eurem System, das glaubt mir gar nicht. Also es ist ganz am Anfang, wie ich die Öle bestellt habe und jeden Monat immer wieder neue Öle gekommen sind, da habe ich immer da gesessen und gerochen und mein Mann so, oh je, jetzt geht's wieder los. Jetzt flennt sie gleich, jetzt lacht sie gleich, jetzt macht sie das, jetzt macht sie das. Und es ist einfach super schön. Ihr könnt die Öle, wie gesagt, über den Geruchssinn aufnehmen. Ihr könnt die Öle äußerlich aufnehmen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt gerade mal das Zitronenöl. Einen Tropfen auf die Hand. Ihr dürft auch mal zwei nehmen, aber eigentlich braucht es wirklich nur einen Tropfen. Das ist ausreichend. Da ist so viel Natur drin in diesen Tropfen. Das haut euch vom Hocker sonst, wenn es zu viel ist. Also maximal zwei Tropfen mehr will ich gar nicht machen. Ihr reibt es euch ein, ihr könnt es euch dann ins Genick reiben, ihr könnt es euch auf die Pulspunkte reiben, einfach auch mal so drehen und hier einreiben. Ihr könnt es auf die Fußsohlen einreiben, ihr könnt damit eure Chakra-Punkte beträufeln. Ihr könnt es auf die Fußsohlen machen. Ihr könnt es auch super gerne mischen, natürlich mit einem Trägeröl. Ich habe jetzt hier ein Mandelöl. Es gibt auch fraktioniertes Kokosöl. Das ist dann auch flüssig und es riecht nach überhaupt gar nichts. Es gibt ein Jojobaöl. Es gibt, wenn ihr nichts anderes da habt, nehmt ihr einfach ein Olivenöl. Und mischt diese Öle und reibt euch damit zum Beispiel die Beine ein. Wenn ihr Muskelschmerzen habt, dann ist es auch toll mit einem Deep Blue Öl zum Beispiel. Hilft bei alles, was muskulär ist, was Knochen angeht. Das ist so ein kleines Fläschchen und da reicht ein Tropfen gemischt mit einem Mandelöl oder ihr macht es euch in so einen Pumper rein zum Beispiel. Da kommt hier Mandelöl rein, bei mir Mandelöl und dann mache ich mir da 10 bis 15 Tropfen von dem Deep Blue rein und dann habe ich immer ein Massageöl da. Da habe ich immer ein mir tut der Nacken weh Öl da. Muskelkater, Osteoporose, irgendwie sowas. Da ist das Öl der absolute Knaller dafür. Ich hatte Kieferschmerzen. Habe ich mir immer wieder, ich habe mir so einen kleinen Rolli gemacht, zum Beispiel, die gibt es auch ganz günstig zu kaufen, das ist wie so ein Deo-Stift. Habe ich mir immer wieder hier an meinen Kiefer geschmiert. Nach ein paar Wochen war es weg. Genau. Für Mückenstiche, für Auer, für Auers bei Kindern, ne, hingefallen. Einmal kurz desinfizieren, da gibt es tolle Mischungen mit den Ölen, die man nutzen kann. Genau, es dürfen nicht alle Öle innerlich verwendet werden. Das ist ganz wichtig. Es dürfen alle Öle über den Geruchssinn und über die Haut aufgenommen werden, aber nicht innerlich eingenommen werden. Diese Öle sind gekennzeichnet normalerweise, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann fragt nach. Es ist gar kein Problem. Ich muss auch immer noch mal nachgucken, immer noch mal nachfragen, darf ich das jetzt auch wirklich innerlich einnehmen? Es sind wenige, die man nicht innerlich einnehmen darf, aber es sind doch immer wieder welche dabei. Genau. Also, Pulspunkte an die Schläfe, ins Genick, Fußsohlen, die Chakren, den Bauch. Was gibt es noch alles?
alle Körperteile darf man damit einbalsamieren und wie gesagt innerlich einnehmen. Das Balanceöl zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wo es steht, die Stressmischung, die darf man jetzt zum Beispiel nicht innerlich einnehmen. Die darf man äußerlich einnehmen, gerne tief über den Geruchssinn einatmen, auf die Pulspunkte, alles, was ich gerade erzählt habe. Genau. Ja, ihr dürft darin baden. Ihr könnt euch ein Badewasser damit machen, gerade zum Beispiel mit dem Balanceöl oder mit einem Lavendel vorm Schlafen gehen, um Stress zu reduzieren. Macht ihr euch ein Badewasser, macht zum Beispiel eine Tasse Milch mit rein und in diese Milch macht ihr vorher noch das Öl mit rein, dass das Öl nicht oberflächlich irgendwo schwimmt, sondern dass es sich schön im Badewasser verteilen könnt. Ihr könnt auch das Öl mit in die Dusche machen, an den Duschbadewannenrand einen Tropfen drauf geben, dann ist es wie eine Aromadusche. Super gut, mache ich ganz gerne frühs, um wach zu werden oder abends, um müde zu werden, je nachdem, wie ihr es gerade braucht. Genau. Ja, ich glaube, das war's zur Anwendung von den ätherischen Ölen.